Das Wichtigste ist gesund bleiben und dann möchte ich ja, mich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen und arbeiten. Vor allem im Riesenslalom, dort ist der Fokus und Beat-Disziplinen auch ein bisschen schauen, wie es geht. Ja, sicher, Beat Feuz ist natürlich noch eine andere Liga. Ja, ich kann auch von ihm profitieren. Ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, aber letztes Jahr kennengelernt und ja, ist ein cooler Typ. Nein, wenn man Angst hat, dann ist das sicher falsch. Dann sollte man am besten zurückgehen und nicht starten. Aber ein bisschen Respekt muss man haben, weil ja, wir wissen, es kann immer viel passieren. Aber ja, wenn man sich konzentriert, fokussiert, wir wissen, was wir machen. Wir trainieren sehr, sehr viel und deshalb haben wir keine Angst. Wenn du Angst hast, dich zu verletzen, dann verletzt du dich. Das darfst du ja nicht haben. Aber ja, Respekt ist immer da. Man weiß, es kann immer etwas passieren, aber das blendet man aus. Jetzt zur Zeit habe ich eigentlich kein richtiges Vorbild mehr, aber früher war es immer Didier Guiche. Wir haben ein super Team, wirklich. Wir haben es immer lustig miteinander, eine coole junge Gruppe und ja, wir geben immer Vollgas. Ja, ist noch schwierig zu sagen. Jetzt sage ich, bis zu Weihnachten setze ich voll auf den Weltcup. Jetzt ist Sölden, danach Amerika, Val d'Isère, Alta Badia. Und dann sieht man auch ein bisschen, läuft es gut, habe ich mich für den zweiten Lauf qualifiziert, wie sind die Chancen. Und dann schaut man weiter und sonst geht es zurück in den Europacup.